Ja, und zum Schluss haben wir noch eine traurige Nachricht. Unser Kollege Reinhard Schall ist vergangene Nacht mit 63 Jahren gestorben. Als Moderator und Redakteur hat er zahlreiche Sendungen mitgeprägt. Wir erinnern jetzt an ihn. Damit herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu Hessens schönsten Eisenbahngeschichten. So kannten wir Reinhard Schall mit seiner markanten Stimme. Und so war sein Auftreten bei denen, die er traf, zugewandt. Wupper, wupper, wupper. Dann hat er meistens keinen Nasenbären im Gepäck, sondern einen Hessenlöwen. Hey. Er hat es geliebt, die Zuschauer dabei mitzunehmen. So, als wären sie selbst mit dabei und an seiner Seite. Reinhard Schall war in den späten 80er Jahren zum Hessischen Rundfunk gekommen. Hörfunk hatte er zu Beginn gemacht, im Odenwald. Dann stieg er beim Fernsehen ein, bei der Hessenschau. Liebe Zuschauer, und willkommen zum allerersten Hessenschau-Tipp. Das Rad drehte sich immer schneller. Reinhard Schall gerne bei Land und Leuten in Hessen. Wie die Sendungen so alle hießen und die Formate, die er beherrschte. AIDA, Dolles Dorf. Herrliches Hessen hat er erfunden und moderiert. 20 Jahre lang war er Moderator des Hessentipp. Ich darf das natürlich jetzt auch gleich mal selber versuchen. Und dann wollen wir mal gucken, was hier draus wird. Da bin ich aber mal gespannt. Man sah es seinen Sendungen an, mit welcher Leidenschaft er daran ging. Im September wäre Reinhard Schall 64 Jahre alt geworden. Der HR trauert um einen außergewöhnlichen Kollegen und guten Freund.